Hallo ihr Lieben, ich bin die Sabine Freitag aus Berlin, Universal Healing Tao Instructor, ausgebildet von Grandmaster Mantachiak im Tao Garden Chiang Mai, Thailand. Heute möchte ich gerne mit euch das innere Lächeln, die Kurzversion machen. Findet einen schönen Platz, das kann im Schneidersitz sein, das kann aber auch sehr bequem auf dem Stuhl sitzend sein, dass ihr ganz ungestört sein könnt. Findet euren bequemen Platz, dass ihr gut sitzen könnt. Ihr könnt die Hände auch auf die Knie legen und beginnt diese Praxis erst einmal mit einem leichten Rocking. Das ist ein Schaukeln auf deinen Sitzbeinknochen hin und her, sodass sich die ganze Wirbelsäule von unten nach oben lockert. Und beginne mit der Aufmerksamkeit unten bei deinem Steißbein, Kreuzbein und wandere langsam Wirbel für Wirbel hinauf, die fünf Lendenwirbel hinauf, das Rocking in den Lendenwirbeln. Versuche es wirklich hier aus dem Becken zu machen und nicht aus den Schultern, sondern wirklich unten am Becken ein schönes Hin und Her Rocking. Okay, wandere weiter hoch durch deine Wirbelsäule, Brustwirbel hinauf, die 12 Brustwirbel entlang, immer wieder von unten nach oben, kein Shaking hier oben, von unten nach oben. Dein Becken ruht auf der Erde oder auf dem Stuhl stabil. Und wandere hinauf, noch ein Stückchen weiter, hier die Halswirbelsäule hinauf, so das Gefühl, als wenn oben dein Kopf drauf tanzt, die 7 Halswirbel, ganz aufgeladen mit guter Energie. Rock your spine. Sehr schön. Dann komm langsam zur Ruhe und spüre dein Sitzen, verbinde dich noch einmal mit der Erde und dem Himmel, fühle deine Wirbelsäule, wie sie sich aufrichtet und auf deinem Gesicht ruht ein wunderschönes Lächeln. Stell dir vor, du ziehst deine Mundwinkel ein bisschen nach oben, Richtung Ohren. Auch wenn die Stimmung manchmal vielleicht noch gar nicht so ist, das ist sehr gut. Dass mit der Zeit werden sich durch dein Lächeln die wunderbaren Glückshormone angeregt fühlen. Lächel hinein und fühle dich entspannt und gut. Wunderbar. Lass alles los, alles alte, graue, trübe hinunter, tief, tief, tief in die Erde abgleiten. Alles Emotionale, alles Traurige, Angespannte, Bedrückende, tief, tief, tief hinunter in die Erde. Sehr gut. Dann lade dich auf, deine Hände, richte sie nach oben, Richtung Himmel. Dich wirklich öffnest von deinem Herzen her, dich weit machst, dich öffnest für die bedingungslose, große Liebe des Universums. Fülle dein Herz, lass es weit werden. Tanke dich auf, nimm dieses wunderbare Gefühl von Liebe und Geliebtsein in dich auf. Lass deine Hände zurückkommen in eine Haltung vor deinem Herzen. Fühle dich mehr und mehr nach innen hin gezogen, sodass du deinen Blick nach innen wendest und jetzt durch alle Organe dem sogenannten Schöpfungszyklus folgst. Nährenden Zyklus der Elemente, das
traditionellen chinesischen Medizin. Beginne bei deinem Herzen jetzt, dieses Lächeln, was auf deinem Gesicht liegt. Ein grundloses, wunderschönes Lächeln lässt du hinuntersinken in dein Herz. Du lächelst deinem Herzen zu. Du weißt ja, wo dein physisches Herz ist. Du siehst es vor dir, diese Pumpe. Tag und Nacht pumpt dein Herz, das Blut. Lächel hin zu deinem Herzen und lass in deinem Herzen Liebe, Freude und Glück wohnen. Lass sie größer und größer werden. Ganz in dir Platz nehmen. Liebe, Freude und Mitgefühl in deinem Herzen. Ein lächelndes, weites, großes Herz. Und lass dein Herz sich umhüllen von einer roten Farbe, einem roten Licht. Lass es leuchten in diesem roten Licht. Und schicke entsprechend zu dem Dünndarm, das ist das Yang, Organ. Lass dieses rote Licht, die Liebe und die Freude tief hinunter auch zu deinem Dünndarm, hier um deine Nabel herum. Lass es ganz warm und entspannt werden in deinem Nabel und fühle dich verbunden mit deinem Herzen und deinem Dünndarm. Lass Liebe, Freude und Glück ganz dich ausfüllen. Bring deine Hände wieder zurück zum Herzen und folge dann dem Zyklus, gehe hinunter zu deiner Milz, deinem Magen und spüre, fühle dorthin, fühle, wo dein Magen ist, hier und deine Milz. Auf der linken Seite der Magen hier über den Solarplexus hinunter und lasse diese Liebe und das Glück und die Freude, lass sie hinunter einströmen in diese Organe, in den Magen und den Milz und rufe dort die positiven Gefühle auf, im Magen, die Ausgeglichenheit, die Wärme, die Entspanntheit, das tut dem Magen und der Milz besonders gut. Ein wenig drüber reiben oder einfach nur deine Hände sozusagen über diesen Bereich halten und dich ganz dorthin fokussieren. Das gute Gefühl in deinem Magen und deiner Milz. Lass ein goldgelbes Licht sich dort ausbreiten in der Milz und in deinem Magen. Die Wärme, die Zuversicht und die Offenheit, dass sie sich stärken und größer werden, ganz entspannt. Ganz wunderbar. Kehre zurück zu deinem Herzen, lade dich wieder auf. Immer wieder die Liebe, die Freude und das Glück. Bedingungslose Liebe aufrufen und die Kraft von deinem Herzen, lass sie weiter in diesem Nahrungszyklus weiter strömen, jetzt hin in deinen Lungenbereich. Fühle hin zu deinen Lungen rechts und links, spüre im Brustkorb deine Lungen, atme ein und aus. Gerade jetzt zu dieser Zeit brauchen wir viel Lungenkraft, viel Mut und Aufrichtigkeit, Rechtschaffenheit. Fühl dich ganz verbunden und spüre hinein, hin zu deinen Lungenflügeln und lass die positiven Kräfte in deinen Lungen sich stärken und wachsen. Der Mut, die Aufrichtigkeit und das rechte Handeln, die Rechtschaffenheit. Spüre dann auch gegenüber
hinunter zu deinem Yang-Organ, dem Dickdarm. Atme hinein in deinen Dickdarm und lass auch dort das weiße Licht, weißes, wunderschönes, reinigendes Licht in deinen Dickdarm einströmen. Voller Mut, Aufrichtigkeit, Rechtschaffenheit in deinen Dickdarm. Fühle dich wohl in deinen Organen, entspannt und gesund. Kehre zurück zu deinen Lungen noch einmal und lass sie leuchten in diesem wunderschönen weißen Licht. Weißes Licht, reinigendes weißes Licht für deine Lungen. Lächle hinein in deine Lungen, sodass sich diese Kraft, der Mut und die Rechtschaffenheit immer, immer mehr ausdehnen. Gut, kehre zurück zu deinem Herzen wieder, tankst du auf und rufst die Liebe und die Freude und die Kraft aus deinem Herzen. Du rufst sie auf und lässt sie jetzt weiter strömen und strahlen bis hinunter. Du kannst auch deine Hände erstmal schön fest reiben. Gute Energie in deine Hände und Wärme, Entspanntheit in deine Hände reiben. Und lege sie auf beide Nieren, rechte und linke Nieren. Atme hinein, lass deinen Blick nach innen gehen. Schau dich um in deine Nieren, lächle hinein und lass die Liebe und die Freude aus deinem Herzen und diese unglaubliche Fülle, lass sie hinunterströmen in deine Nieren. Schau an, du weißt ja, wo sie auch physisch liegen, deine beiden Nieren. So schaust du dorthin zu diesem Ort und tankst sie auf. Und deine Nieren tut diese Ruhe so gut, die Sanftheit, die Stille und diese heitere Gelassenheit. Lächle hin zu deinen Nieren, stärke sie. Volle Nierenpower, links und rechts, lächle hin zu deinen Nieren, dem Wasserelement. Ganz frisch und blau wie der Ozean, lass dieses heilende Licht, das blaue Licht, sich um deine Nieren legen, sie durchspülen, in Ruhe. Sanftheit und heitere Gelassenheit fühlen sich deine Nieren sehr gut. Und auch entsprechend gegenüber das Yang-Organ, die Blase, lege auch die Hände einmal hier hin und auch in deiner Blase darf die Ruhe sein, die Stille, das innere Glück und die heitere Gelassenheit tief, tief, tief in deiner Blase. Das blaue Licht heilend und durchspülend. Kehre zurück zu deinen Nieren, lass sie nochmal leuchten in diesem wunderschönen, ganz klaren Blau, kraftvoll, wie ein ruhender, stiller See. Gut, und wieder kehrst du zurück zu deinem Herzen, tankst dich nochmal auf. Lass die Liebe und die Freude deines Herzens strahlen, lächle zu deinem Herzen und spüre, wie dein Herz dir zurücklächelt. Ein grundloses, heiteres Lächeln. Lass dieses Lächeln sich ausbreiten und fühle dich gestärkt. Wandere hinunter durch diesen Zyklus nach dem Winter. Kommt jetzt der Frühling, die Leberzeit, spüre dorthin, du weißt, wo die Leber liegt. Schön groß hier auf der Seite rechts am Rippenbogen, spüre die ganze Seite. Lass so deinen Fokus nach innen, schau sozusagen mit deinem inneren Auge dorthin, fühle diesen Bereich, wo ist deine Leber, wie geht es ihr heute? Und stärke sie einfach mit deiner Aufmerksamkeit. Hallo Leber, ich bin's, ich bin hier, ich pflege dich, wie geht es dir?
Atme hinein und lächle und rufe die positiven Kräfte auf in deiner Leber. Die Freundlichkeit, die Großzügigkeit, die unglaubliche Güte, die hier sozusagen in diesem ganzen Bereich sich ausbreiten kann durch deinen ganzen Körper, durch dein ganzes System. Lächle hin zu deiner Leber, pflege und schütze sie, lass sie in einem grünen, heilenden Licht richtig baden, durchströmen. Und in aller Freundlichkeit und Großzügigkeit und Güte sich wohlfühlen. Die gute Leber und die Gallenblase, das Yang-Organ entsprechend. Lass sie in diesem grünen Licht leuchten, durchströmt sein. Fühl dich gut in deiner Leber. Lächle noch einmal hin. Leber in aller Freundlichkeit, in aller Großzügigkeit und Güte. Und dann kehre zurück zu deinem Herzen und visualisiere noch einmal all diese heilenden Farben, die den Organen zugeordnet sind. Lass sie einmal leuchten, noch größer über deine Organe hinaus, so richtig in dein Umfeld hinein, in dein Aura. Mantel hinein. Lasst uns beginnen wieder bei dem Herzen, dem roten Licht des Herzens. Lass es leuchten, die Liebe, die Freude, das Glück. Lass dieses rote Licht sich wie so einen Mantel um dich herumlegen, schützend. Spüre noch einmal hin zum Magen-Milz-Bereich. Rufe dort noch einmal das gelb-goldene Licht auf, lass es ausströmen, weit, 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 ganz hinaus um dich herum, wie so einen schützenden Mantel, einen Auramantel um dich herum, mit einer super Ausstrahlung, voller Zuversicht, voller Offenheit und Vertrauen. Fühle dich gestärkt und gestützt. Und rufe die Kräfte deiner Lunge auf, das weiße Licht, den Mut und die Aufrichtigkeit in deinen Lungen. Lass dieses weiße Licht ganz um dich herum sich ausströmen, wie so ein richtiges Paket um dich herum, schützend durch dein ganzes Aurafeld, mutig, aufrichtig. Und sehr entspannt. Und spüre, wie auch das Blau aus deinen Nieren, die Sanftheit und die Stille sich ausdehnen, sich so richtig um dich herumlegen, wie so ein Protection Field. Lass es so um dich herum sich aufbauen, ganz durchlässig von innen nach außen. Ganz blaues, klares Licht, schützend und stärkend. Und dann spüre hin zu deiner Leber und fühle das grüne Licht deiner Leber und die Güte und die Freundlichkeit aus deiner Leber. Lass sie auch ausströmen wie einen Mantel um dich herum. Fühle dich geschützt und gestärkt in diesem grünen Licht, voller Freundlichkeit, voller Güte und Großzügigkeit. Lass all diese positiven Kräfte mit dir sein und programmiere dieses Aurafeld, das du für dich innerlich dir sagst. In dieses Aurafeld können nur positive Energien eintreten. Alles Negative bleibt außen. In dieses Aurafeld können nur positive Energien einströmen. Alles Negative bleibt draußen. Fühle dich gestärkt und geschützt und bringe deine Hände noch einmal auf den Nabel. Ruhe dich aus. Du kannst dich auch zurücklehnen, wenn du auf dem Stuhl sitzt.
einfach noch einmal geborgen und geschützt fühlen in deinem Nabel und die Energien verteilen lassen, dorthin, wo sie jetzt gebraucht werden. Und ich wünsche dir eine kraftvolle Praxis.